Moin Leute, was geht ab? Euer Daxi Potter wieder hier. Und heute ist das versprochene OHC Speedrun Video. Und zwar mit keinem anderen als dem Creeperdie. Hey Leute. Ja, lass damit bei auch mal wieder herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin ja nämlich auch dabei. Und hier ist auch noch Daxi und wir machen heute Speed OHC. Wie versprochen im letzten Bedwars Video. Abonniert beide Kanäle von uns. Und let's go, würde ich sagen. Okay, da sind wir wieder. Wir sind hier jetzt direkt auf der Map und gleich droppen wir in 3, 2, 1 und let's go! Lass direkt in die Höhle gehen, würde ich sagen. Ja. Oder wir brauchen davor vielleicht ja auch noch Holz. Ja, ich sehe kein Holz. Ich sehe kein Holz. Was ist hier los? Wieso haben wir hier kein Holz? Das ist wirklich komisch. Ja, komm, wir müssen schnell im Wald rennen. Oh, Schlucht, pass auf. Mit Musik. Und hier sind wir auch wieder. Haben direkt einen gefunden. Könnt ihr auch wahrscheinlich sehen, weil der Zeitraffer so kurz war. Erstmal kurz ganz viel Holz holen. Und schwupp, bekommen wir überhaupt Äpfel hier raus? Ja, bekommt man nicht. Ich habe schon welche bekommen. Echt, ich habe noch gar keine bekommen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass hier so wenig Blätter waren bei den Bäumen. Ich habe es ja abgebuddelt und da haben wir schon einen Apfel. Brauchen Äpfel. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt schon direkt unter die Erde. Oder was sagst du? Ja, Äpfel können wir dann ja immer noch danach farmen. Mhm. Ich gehe einfach mal hier so eine Cave. Ich auch. Wir können ja beide random gehen. Wir werden jetzt oder so wieder zusammen teleportiert. Aber die ist direkt. Okay. Alapis. Nice. Dias. So, ich krieg hier ordentlich Dias. Oh, das sieht echt fresh aus. Ja. Hab jetzt schon 20. So. Ja, ich hab 10. Ordentlich Gold und Eisen. Stell dir vor, man könnte sich Eisenäpfel machen. Kleiner Zeitraffer von mir, bis ich genug Dias habe, um mir was zu craften. Bis gleich. Okay, ich mache einfach einen Cut. So, Leute, wir haben jetzt hier schon ordentlich Dias gefarmt und ich würde sagen, wir craften jetzt erstmal ein paar Dias-Sachen. Also, wir holen erstmal eine Werkbank raus und wir fangen erstmal an mit der Hauptsache und zwar einem. Guten alten Chestplate und natürlich auch noch, weil es wichtig ist, hier ein Schwert, weil das Schwert eines der wichtigsten Sachen ist bei PvP natürlich. Wir nehmen das Schwert, machen gleich mal Sharpness drauf und tun auch direkt uns vielleicht noch eine Hose machen. Eine Hose ist auch noch ganz toll. Und vielleicht noch einen Helm. Und dann können wir sogar noch Schuhe machen. Das reicht dann perfekt. Dann haben wir jetzt schon Schwert und volle Dia-Rüstung. Ich würde sagen, wir craften dann gleich noch ein bisschen mehr. So, dann müssen wir aber noch diese ganzen anderen mehr Loot finden und so ein Zeug. Also würde ich sagen, wieder mal einen kleinen Cut, würde ich sagen. Okay. So, Leute, wir haben jetzt hier schon wieder ein paar Dias und Daxi redet euch weiter. Wir. Ja. Gerne. Ja, und wir haben hier direkt wieder Dias. Wir machen uns eine Axt auf jeden Fall. Das ist wichtig. Direkt mit Efficiency und ich glaube, eine Pickaxe braucht es nicht bei hier dem Ding. Und wir machen uns auf jeden Fall schon mal 2 Golden Apples. Hoch. Was ist das denn? Und wir machen jetzt gleich hier weiter und craft noch ein paar mehr Golden Apples und ja, mache ich auch, denn ich habe nur 6 Stück. Wir brauchen außerdem noch ein bisschen Holz. Holz habe ich genug, ich habe noch. Achso, nee, nicht Holz, ich meine Äpfel. Achso, ja, dafür müssen wir gleich auch an die Oberfläche. Aber ich würde jetzt noch weiter farmen. Ja, ich habe schon Full Dia und sonst eigentlich. Ja, ich auch. Es würde mir vielleicht noch. Höchstens würde ich mir vielleicht noch Dings gönnen. Monster töten, zum Beispiel für Spinnenfäden und dann.
Ja. Oder so. Aber ich muss erstmal kurz wieder. Oder Monster. Gold. Ja, Gold finde ich hier gerade irgendwie ganz wenig. Das ist ziemlich blöd. Also hier ist. Wenn man von dem Gold spricht. Oh, hier ist ein Creeper, den würde ich gerne mal killen. Der droppt nämlich TNT. Creeper die. Und Creeper. Und natürlich ist er explodiert. War ja klar. Bei meinem Glück immer. Ja. Gott sei Dank ist hier noch mehr Gold. Du hast Creeper die. Du hast ja nicht so mit den Creepern, oder? Ja. Check mir die Craft ab, dann wisst ihr, warum ich mich Creeper die genannt habe. Oh, nice. Dias sind schön, echt. Ich liebe Dias. Die schmecken so gut. Eigentlich bräuchten wir Obsidian, ne? Ja, rein theoretisch schon, aber... Nee, lass nicht. Nee, wir haben nicht mal ein Buch, also... Ja, das ist die Sache. Also, ja. Was ich mache, ich könnte werden einen Amboss, damit wir die Schwerter zusammenfassen. Hier kommt übrigens schon die Zone. Ja, bei mir genauso. So, wir bauen das hier einmal ab. Und noch ein bisschen Eisen. Hast du Bock, Uwe, Satte töten, damit wir hier ein Full Iron Beacon bauen können, wie in unserem Projekt? Hier jetzt. Ja. Wir müssen nur einen Wizard töten. Hauptsache nur einen Wizard töten. Ja, vor allem hier. Speedwar C. Ja. Da gibt es sehr viel Sinn, da einfach einen Wizard zu töten. Wahrscheinlich. Man braucht ja auch so sehr Nether Star. Ja, um Full Beacon zu bauen, damit man Haste hat. Ja, und vor allem. Oder Stärke. Oh nee, shit, dann haben die Gegner auch Stärke. Ist ja witzig, wenn man so personalisierte Beacons bauen kann. Ja, das wäre echt nice. Und ich würde sagen, ich gehe schon mal wieder an die Oberfläche. Geht schon ziemlich in den Border. Wir müssen noch. Ich muss noch schnell Äpfel. Wir haben verzauberte Rüstung. Wir sind am Arsch. Warum haben die denn verzauberte Rüstung? Keine Ahnung, die haben sich wahrscheinlich hier ein Ding-Table gemacht. Aber die haben doch. Wie kriegen die denn so schnell Leder und Zeug und. Keine Ahnung. Frag das die, ich weiß selber nicht. Ja. Hallo, Herr Spieler. Wieso sind Sie so weit? Scheiße, Creeper. Zack. Wir brauchen noch hier bei. Wie viele Äpfel habe ich jetzt? 3. Scheiße, ist noch voll, erst voll wenig. Oh, noch ist auch ein Gäppel und. Hier ist noch ein normaler Apfel. Ich habe jetzt schon mehr Golden Apples als normale Apples. Okay, jetzt habe ich mehr Apples. Und. Zack, da werden wir noch die Bäume eben abfarmen. Ich könnte mir insgesamt 17 noch craften, dann hätte ich 22. Das bedeutet, ich brauche nur ein paar. Ja, ich habe selber nur 6. Ah, jetzt kommt Sandstein. Oh fuck, hier ist Sand. Man bekommt einfach Glas raus. Ich weiß, Mann. Das ist voll witzig. Diesen Smelting Touch Pickaxes. Wenn man mal guckt, ist doch den ja. Efficiency and Unbreaking. Okay, da ist gar kein Smelting Touch drauf. Ich muss erstmal ein Gold abfressen, damit ich fällt. Ja, in Vanilla gar kein Smelting Touch, ne? Ja, das ist voll scheiße. Warum sind hier überall Schafe eigentlich? Wieso sind hier zwei Gegner? Und der hat keine Rüstung. Alter, Schafe droppen Fäden? Ja, na klar. Das ist meins. Ich hab 13 Pfeile, das hat das Ding. Oh, oh. Ah, Teleport in 60 Sekunden. Die Sache ist, kannst du wieder ein paar Goldgäppels geben? Ja, vielleicht. Ich farm jetzt noch so viel ich kann. Ich kann dir auf jeden Fall Apples geben, die dann übrig bleiben. Okay. Let's go. Erstmal abbauen. Gleich kommt auf jeden Fall der Teleport. Das heißt, dann ist PvP an. Und hier sind auch ziemlich viele Gegner in der Nähe. 30 Sekunden, dann ist Teleport. Ja, ich weiß. Okay, warte. Ich hab. Bist du da? Was ist? Hier ist ein Gegner. Ja, ich weiß. Man kann andere noch nicht angreifen, oder? Ja, nee, nicht. Okay. Let's go.
Und hallo, Creeper da. Hey, am Ende haben wir uns doch gefunden. Kannst du mich schnell Gapples droppen? Danke. Danke, ich hab einen. Okay, let's go. Runter. Ja, let's fucking go. Direkt Gegner suchen. Ich hab zwar nur 15 Gapples, aber. Ich hab 9. Okay. Ich könnte noch welche craften. Nee, mach nicht, weil schnell Gegner suchen. Auf okay. Verkills. Auf paar Kills Basis. Warte. Ist mal wieder mit normalem Speedlader unterwegs. Ah, verdammt, ich habe keinen Ding, ich muss mir kurz einen Eimer machen. Sorry, aber ist wichtig. Also Leder bekommt man, wenn man jegliche Tiere tötet. Ich weiß. Und man bekommt Pfeile, wenn man Hühner tötet, geil. Das ist Gegner. Man kann ja noch nicht angreifen, oder? Ich weiß, aber gleich, in 10 Sekunden. Schnell, komm, wo bist du? Wo bist du? Ich bin da. Wo? Hier. Gegner, komm, let's go pushen. Ich komme. Ich spiele Tor. Alter, wie viel Damage? Wie viel Damage? Ja, ich komme. Wie viel Damage? Perfekt, hab einen getroffen. Hab noch einen getroffen. Ja, genau. Wie viel noch einen getroffen. Damage einfach. Vor allem, ihr geht einfach straight auf mich. Gell? Ja, auf mich auch. Ich bin okay, so gut wie angegriffen. Du kannst wegrennen. Nein, kann ich nicht, weil beide gehen auf mich. Ich hab halbes Herz. Und... Ich bin tot. GG. Ich guck dir zu. Okay. Bist du tot? Yep. Achso, okay. Dann würde ich sagen, bis gleich zu Abmoderation. Und dann würde ich sagen, ciao, das war's mit dieser Folge. Genau, abonniert beide Kanäle, einmal Daxi Potter und CreeperDie. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Was denn? Ja. Und lasst einen Kommentar da. Auf jeden Fall, wie es euch gefällt oder was ihr sehen wollt. Und in den nächsten Tagen. Ja. Und in den nächsten Tagen kann ich schon mal verraten, wird eine kleine Überraschung auf euch zukommen. Und dann würde ich sagen, ciao. Ciao.